Die Altstadt erreichst du bequem mit dem Dollbus in ca. 10 Minuten. Das sind kleine Minibusse. Und wir haben bezahlt 1,50 Euro pro Person und der Dollbus fährt bis vor die Altstadt. Hier findest du einige der schönsten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten des beliebten Urlaubsortes. An der Stadtmauer, die um die gesamte historische Altstadt errichtet wurde, findest du das Nymphaeum, wo einst eine riesige Brunnenanlage stand, die der Nymphe, einer griechischen Naturgottheit, gewidmet war, sind heute noch Säulen, Ornamente und Teile der Brunnen zu sehen. Die Säulenstraße, die vom Stadttor zur Agora, also dem zentralen Platz, führte, diente jedoch nicht allein repräsentativen Zwecken. Seitlich der Straße gab es Läden und Verkaufsstände. Das Leben pulsierte. Hier haben wir einen Grundriss eines der Stadthäuser und dahinter dann die wieder errichteten Mauern der ehemaligen Stadthäuser. Hier lebten die bessergestellten und begüterten Sideter, denn die ärmeren Bevölkerungsgruppen dürften wohl eher in einfacheren Behausungen außerhalb der Stadtmauern gelebt haben. Hier blicken wir jetzt also über diese Agora mit den 100 Säulen und mit dem Blick über die abgesperrte Agora können wir das Innere des Theaters betrachten. Bevor wir nun den Weg fortsetzen, nochmal ein Blick zurück über diese wieder aufgebauten Reste der alten Stadthäuser und dann werden wir uns gleich dem Haupttor von Side zuwenden. Den Weg in die Altstadt Zides passieren wir das Highlight des Ortes, das Bogentor. Es ist 15 Meter hoch. Links neben dem Bogentor befanden sich keine Läden. Hier befand sich die öffentliche Latrine mit einer Sitzgelegenheit für 24 Personen. Die ganzen Teile hier. Ist ja auch nicht viel erkennen da drin. Nichts eigentlich, aber du siehst, hier wird alles wieder aufgebaut, restauriert. Unterhalb des antiken Theaters befindet sich der Tempel der Tyche. Tyche ist in der griechischen Mythologie die Göttin des Schicksals, der glücklichen Fügung und des Zufalls. Das gewaltige römische Theater mit 10.000 Sitzplätzen ist das eindrucksvollste Bauwerk in Zides Altstadt. Es gehört auch zu den am besten erhaltenen antiken Theatern an der türkischen Südküste. Im Vordergrund befinden sich noch die Säulen der Agora und dahinter dann ist zu sehen das kolossale römische Theater. Rechts nochmal das Bogentor und daneben der Kran, denn es wird überall noch restauriert. In einen kleinen Eintritt darfst du das Theater alleine erkunden. Du gehst dabei bis zu den Sitzplätzen in der obersten Reihe hinauf und hinunter an den Rand des Bühnenraums. Die hohen Mauern von der Bühne zu den Sitzplätzen zeigen dir, dass die Römer das Theater für Tierkämpfe und Gladiatoren nutzten. Ja, von diesem gewaltigen römischen Theater setzen wir unseren Weg fort. Wir wollen nämlich jetzt zu der Besonderheit, zu dem Tempel von Apollon und Athene, direkt am Meer. Auch auf der Rückseite des Theaters sind wieder gewaltige alte Gemäuer zu sehen. Ja, hier liegen überall noch so viele Steine rum, die noch dem richtigen Platz zugeordnet werden müssen. Da haben die Leute noch viel Arbeit. Hier ist noch viel wieder aufzubauen und zu restaurieren. Ja, und wir haben auch das Meer erreicht. Hier siehst du eines der Piratenschiffe, die für Urlauber hier an der Küste entlang tuckern. Wir aber schauen uns weiterhin die restaurierten Teile an, die man hier wunderschön sehen kann von irgendwelchen Gebäuden.
Sehr beeindruckend fand ich hier nicht nur diese normalen Mauern, sondern ganz besondere diese Mosaiken, die hier man sehr schön sehen kann. Dass so etwas hier schon rund 3000 Jahre alt ist, kann man sich gar nicht vorstellen, was die früher geleistet haben. Die Kuh hier in der Ecke, die hat keine Beschriftung drauf. Die kommt bestimmt nicht aus der Schweiz. Diese alte Mauer hat mich sehr fasziniert. Und aus der Nähe gesehen, kannst du auch sehen, was mich so fasziniert hat. Diese verschiedenen Schichten an Gestein, das ist doch wirklich, überlege mal, das ist rund 3000 Jahre alt. Was haben die damals geleistet, diese Baumeister hier? Ja, und nun endlich haben wir den Platz erreicht. Gott und Göttin galten als die Beschützerin des Hafens von Side, Apollon und Athene, denen man hier Tempel errichtet hat. Die sechs weißen Säulen des Apollon-Tempels sind das Wahrzeichen von Side. Sie sind ein Synonym für einen Pauschalurlaub am Strand in der Türkei und die umliegende türkische Riviera. Hier hast du auch einen traumhaften Blick auf den kleinen Hafen von Side. Die Promenade ist besonders gut als Kulisse für Urlaubsfotos geeignet. Sehenswert auch die Statue des Türkei-Gründers Atatürk auf diesem großen Platz hier in dem Ort Side. In Sides Hauptstraße reiht sich ein Laden nach dem anderen auf. Besonders viele davon verkaufen Schmuck, Lederteppiche und natürlich die ganzen kopierten Markenartikel. Und Restaurants, Bars stehen in Side an jeder Straße in der Altstadt. Sie richten sich ganz auf Reisende aus. Auf der Speisekarte haben sie vor allem türkische und internationale Gerichte. Die Restaurants auf der Halbinsel gehören zu den teuersten in den türkischen Badeorten. Also aufgepasst, hier kostet zum Beispiel ein Bier, wir haben es gesehen, an der Promenade vorne 8 Euro. Und das war noch keine Hochsaison. Ja, natürlich gibt es auch einen kleinen Badestrand hier in der Altstadt von Side. Hier gibt es ja auch einige Hotels. Ja, der Trubel hier wird wohl gewaltig sein in der Hauptsaison. Hier möchte ich keinen Urlaub machen. Wir haben jetzt auch unseren Rundgang durch den Ort Side hinter uns. Natürlich ging die Rückfahrt wieder mit einem Dolmus-Minibus. Wieder zahlten wir pro Kopf 1,50 Euro. Für die Tour. Es ist wirklich ein Erlebnis, mit diesen Minibussen unterwegs zu sein. Von der Altstadt von Side bis zu unserem Hotel sind es mit dem Dolmus-Bus, wenn nicht zu viele Stopps kommen, ca. 15 Minuten. Ja, und somit endet auch gleich dieses kleine Video von mir. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen und du hast ein bisschen von Side kennengelernt. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch von dir freuen. Am besten ist natürlich, du würdest meinen Kanal abonnieren. Ja, und bis zum nächsten Video sage ich schon mal Tschüss und Ciao und Bye Bye. Soweit mein kleiner Bericht über die Fahrt in das alte Side. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.